Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Ich bin wegen euch hier. Natürlich. Moment, ihr wollt über uns reden? Ist etwas nicht in Ordnung? Ihr wollt euch also mit dem alten Orgren unterhalten? Aber warum nur? Es ist nichts. Alles bestens. Ich habe nur eine Hornisse im Auge. Wolltet ihr über irgendetwas mit mir sprechen? Worüber genau? Sie ist einfach fantastisch. Anfangs war mir ein wenig mulmig bei all dieser Luft, aber es gibt einfach so viel davon. Niemand weiß, wer man ist oder was man macht. Und dann das Bier. Wer hätte gedacht, dass man aus Getreide Bier herstellen kann? Hey, die Oberfläche ist großartig. Sie ist wie eine große, helle Welt aus Dreck ohne Decke. Genau der richtige Ort für mich. Hey, lasst uns etwas suchen, das wir erschlagen können, ja? Dieses ganze Gerede macht mich unruhig. Was sagt ihr? Gewiss. Nun, das ist eine durchaus berechtigte Frage. Meuchelmörder ist schließlich auch ein Beruf, zumindest in manchen Grundzügen. Ich hatte nie die Gelegenheit, einen anderen Weg zu wählen. Wenn sich selbige nun bietet, warum sollte ich sie dann nicht beim Schopfe packen? Ich weiß nicht, ob ich es genau so formulieren würde. Ich war erst 7, als ich verkauft wurde. Für 3 Sovereigns, so sagte man mir. Ein guter Preis, war ich doch völlig abgemagert und konnte am Dolch Schneide nicht von Knauf unterscheiden. Die Krähen kaufen ihren Nachwuchs stets so jung ein. Und dann folgt eine Erziehung, die nichts lehrt außer Morden. Und wer sich dabei ungeschickt anstellt, stirbt. Natürlich. Die anderen Meuchelmörder sind eure Konkurrenten, und wer das überlebt, ist mit Recht stolz darauf. In Antiva begegnet man Krähen mit Respekt. Es bringt euch Wohlstand und Frauen. Oder Männer, je nachdem, wo eure Vorlieben liegen. Und es bedeutet stets, das zu tun, was von euch erwartet wird. Es bedeutet, entbehrlich zu sein. Es ist ein Käfig aus Gold. Hübsch anzusehen, aber auch ziemlich eng. Und was meine Zukunft angeht, vorausgesetzt, ich habe überhaupt eine, so ist sie noch gänzlich im Unklaren. Es könnte zur Abwechslung ganz interessant sein, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Natürlich weit weg von Antiva. Im Moment folge ich einfach weiterhin euch. Irgendwann kann sehr, sehr lange dauern, wenn man seine Karten richtig ausspielt. Kommt jetzt, genug geplaudert. Wer über die Krähen redet, ruft sie herbei. Jedes Fischweib in Antiva weiß das. Bevor wir weitergehen, möchte ich euch etwas sagen. Ich danke euch, dass ihr mich zu meiner Schwester gebracht habt und dass ihr danach für mich da wart und mich beruhigt habt. Ihr seid ein wahrer Freund. Ich wollte euch das nur mal sagen. Gut, nachdem das also geklärt wäre. Nur zu. Natürlich. Ihr meint, außer dass man ein grauer Wächter ist? Wisst ihr, das habe ich Duncan auch gefragt und er hat gesagt, wart's ab.
Duncan will es nicht etwa geheim halten, aber die Grauen Wächter reden einfach nicht oft darüber. Es ist wohl kein sehr angenehmes Thema. Als erstes fiel mir auf, dass mein Appetit sich steigerte. Ich stand mitten in der Nacht auf und räumte die Speisekammer leer. Ich dachte, ich müsste verhungern. Ich habe alles runtergeschlungen, als wäre es mein letztes Mal, bis mein Gesicht ganz verschmiert war. Die anderen Grauen Wächter haben mich angestarrt und dann Tränen gelacht. Wirklich? Ich habe euch neulich beim Abendessen beobachtet. Ein Gemetzel. Ah ja, die Kameradschaft zweier Männer unter freiem Himmel. Ich nehme an, ihr wart vor dem Beitritt schon genauso? Oh, und dann kamen die Albträume. Duncan sagte, das gehöre zu unserem Gespür für die dunkle Brut. Wir nehmen teil an ihrem, ich weiß nicht, wie man es nennt, ihrem Gruppengeist. Und wenn wir schlafen, wird es schlimmer. Nach einer Weile kann man es verdrängen, aber am Anfang ist es hart. Während einer Verderbnis soll der Beitritt besonders schlimm sein. Wie ist es bei euch? Manche haben kaum Probleme damit, aber das ist selten. Andere können nie wieder richtig schlafen. Die sind eben empfindlicher. Das Ende ist aber für alle gleich. Ab einem gewissen Alter kommen die richtigen Albträume. Dann weiß ein grauer Wächter, dass seine Zeit abgelaufen ist. Oh, stimmt ja. Wir hatten nie genug Zeit, um euch den Teil zu erzählen, richtig? Nun, neben den vielen wunderbaren Vorteilen, die man als grauer Wächter hat, müsst ihr euch auch keine Sorgen über das Alter machen. Ihr habt noch 30 Jahre zu leben, mehr oder weniger. Die Verderbtheit ist ein Todesurteil. Am Ende kann euer Körper die Belastung nicht mehr ertragen. Die meisten grauen Wächter gehen dann nach Orsamar und sterben im Kampf, statt auf den Tod zu warten. So lautet die Tradition. Wir werden alle sterben. Als Duncan mir das gesagt hat, wurde ich wütend. Er legte mir die Hand auf die Schulter und sagte, wie du stirbst, ist ohne Bedeutung. Es zählt nur, wie du gelebt hast. Ihr wolltet doch wissen, warum wir neuen Rekruten nichts über den Beitritt erzählen. Jetzt wisst ihr's. Wisst ihr, Duncan hat seit kurzem solche Albträume. Er hat es mir gesagt, im Vertrauen. Er wird in absehbarer Zeit selbst nach Orsamar gehen müssen. Letztlich wollte er es zwar so, aber ich hätte ihm doch gewünscht, dass es seiner würdiger wäre. Ich weiß. Die Verderbnis beenden. Das sollte all die Opfer wert sein, richtig? Was ist euer Begehr, Kadan? Das überrascht mich nicht. Das ist noch milde ausgedrückt. Hier hat niemand seinen Platz. Eure Bauern wollen Händler sein. Die Händler träumen von einem Leben als Adlige. Und die Adligen werden Krieger. Niemand ist mit dem zufrieden, was er ist. Was sollte das bringen? Ein Bauer, der einen Laden kauft, ist trotzdem niemals ein echter Händler. Er wird immer ein Bauer sein, der zum Händler geworden ist. Er schleppt sein altes Leben mit sich herum, wie eine Schildkröte ihren Panzer. Zufriedenheit ist zerbrechlich. Nichts Dauerhaftes kann auf dieser Basis errichtet werden. Das einzig Beständige ist die Pflicht. Man kann sie auch finden, indem man seine Pflicht erfüllt und seinem Volk dient. Es gibt keinen Grund, danach zu suchen. Wollen wir weitergehen? Es gibt hier interessantes Essen. Ihr habt da diese Speise. In der Sprache der Kunari gibt es kein Wort dafür. Ein kleines Gebäck,
wie Brot, aber süß und krümelig. Ja, derartige Speisen haben wir in unseren Ländern nicht. Das sollten wir ändern. Wollen wir weitergehen? Ja, vielleicht. Es ist merkwürdig, unter anderen zu sein und eine Sprache zu hören, die nicht eure eigene ist. Gesichter zu sehen, die eurem nicht ähneln. Ich vermisse die Gerüche von Seheron, Tee und Weihrauch und das Meer. Ferelden riecht nach nassen Hunden. Wie ihr wünscht. Ja. Oho! Was kann ich für euch tun, Wächter? Ich habe darüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn jemand glaubt, dass man von Löwen abstammt. Auch wenn die Wahrheit ein wenig komplizierter ist. Der Glaube unserer Familie, dass man uns Unrecht angetan hat, er hat uns die Stärke verliehen, etwas aus uns zu machen. Wir sind eine große Familie. Kaum zu glauben, dass es hier untote Dämonen und Schlimmeres gab, nicht wahr? Natürlich. Wächter? Das ist Sternmetall. Wenn ihr mir das gebt, stelle ich etwas für euch her, was zur Legende werden wird. Nichts. Meine Familie schuldet euch sehr viel. Und so soll es sein. Es ist vollbracht. Ich nenne diese Klinge Sternenreißer. Möge sie euch allzeit dienlich sein. Ich muss nach all der Anstrengung nun ruhen. Wächter? Alle Menschen sind das Werk des Erbauers, vom niedersten Sklaven bis... Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt auf...
Und Branka war also wirklich verheiratet? Hättet ihr eine Zeit? Ich sage euch was, Junge. Wart ihr jemals ver... Ihr wart ziemlich beschäftigt und seid viel herumgekommen. Und immer wieder kommt ihr mit tragischen Neuigkeiten. Ich habe mich gefragt, ob ihr euch noch eine weitere Person näher ansehen könntet. Ihr werdet diese Schriftrolle bestimmt äußerst interessant finden. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas Besseres finde ich nicht. Beschäftigt euch mit etwas anderem. Meine Angelegenheiten gehen euch nichts an. Vielen Dank und lebt wohl. Meine Wächtersinne schlagen. Angriff! Ja. Natürlich. Kein Problem. Ich will zuerst das Geld. Wo ist der Junge? Ihr bekommt nichts, bevor ich den Jungen sehe. Wir sind hier fertig. Geht zu eurem Kontakt zurück. Rasch. Zeigt mir eine der Taschen. Niemals. Das ist aber keine sehr kluge Haltung. Wo das Leben eures geliebten Jungen doch an einem... Tötet sie alle. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk. Mit der Hexe ist das. Ach nein?
Ich habe gehört, es gab ein ziemliches Handgemenge in den Gassen. Gut gemacht, Wächter. Ich habe nichts mehr für euch. Ich hoffe, ihr seid mit dem Inhalt der Truhe zufrieden. Meine Vorgesetzten möchten, dass ich euch ihren Dank ausrichte. Die Krähen nehmen keine weiteren Aufträge euch betreffend an. Und nach dieser Verderbnis würden wir uns freuen, wenn ihr nach Antiva kämt. Dann könnten wir weitere Möglichkeiten besprechen. Ich habe getan, was ich tun musste. Es gibt keinen Grund mehr für Wortspielereien. Das hatte ich auch. Aber unser Orden hat seit Jahrhunderten Bestand, weil wir uns immer an unsere Abmachungen halten. Wie ich schon sagte, war es nichts Persönliches, dass Severin auf euch angesetzt wurde. Wir haben erkannt, dass wir euch lieber als Verbündeten als zum Feind haben möchten. Durch den Bürgerkrieg sind viele alte Feindschaften hochgekocht. Das Wissen, dass einige dieser Aufträge, manche direkter als andere, eurer eigenen Sache gedient haben, dürfte euch zufriedenstellen. Letzten Endes liegt es nicht im Interesse der Krähen, dass der Erzdämon siegt. Eine Zeit lang dachten wir, Loghain sei der Einzige, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Aber das war, bevor wir euch kennengelernt haben. Da war es natürlich schon zu spät. Taliesin hatte schon einen Auftrag angenommen. Und auch jetzt werdet ihr noch gegen meine Brüder kämpfen müssen, bis keiner von Taliesins Männern mehr am Leben ist. Wenn wir einmal einen Auftrag angenommen haben, führen wir ihn auch aus. Besucht uns einfach in Antiva, wenn alles vorbei ist. Vergesst unser Angebot nicht. Wir hätten wirklich Verwendung für jemanden mit euren Talenten. Ich sollte mich jetzt eine Weile zurückziehen. Caesar hat einige besondere Waren im Angebot, die euch interessieren könnten. Es war mir eine Freude, mit euch zu arbeiten, Wächter. Das Glück möge euch begleiten. Ihr seid zurück. Braucht ihr etwas? Oh ja, ja. Seht. Bitte. Hier. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und einen Tod gibt.